Hallo, mein Name ist Sven Fischer und ich befinde mich hier an einer Stätte, wo die Olympischen Spiele stattfinden werden im Biathlon. Und jetzt ist die Generalprobe im Weltcup und alle sind sehr gespannt. Keiner kennt die Strecke, ich auch nicht. Bin gespannt, wie stark oder wie schwer sie sein wird. Und dazu braucht man auch gutes Material, wenn man Freude beim Fahren haben will. Und ich kenne da jemanden in Otto, der hat schon ein paar Skier für mich bereit. Na, gucken wir mal hin. Hi Otto! Grüß dich! Na? Wieder in alter Wirkungsstätte hier. Das sind mal ordentliche Ski für mich. Da habe ich gute Erinnerungen an olympische Strecken. Das denke ich an Turin. Da hast du mir einen guten Ski gezaubert. Ja, dann kriegst du da was hin. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir was hinkriegen, oder? Sag mal, die Struktur ist sehr flach. Reicht denn das überhaupt aus bei der Feuchtigkeit da draußen? Muss denn das nicht ein bisschen tiefer sein, der Schliff und die Struktur? Ich war jetzt auch schon mal draußen und habe schon ein paar Vortests gemacht. Also es sind ja unterschiedliche Streckenabschnitte. Im Schatten ist es noch kalt und da knirscht sogar der Schnee noch. In der Sonne ist es feuchter. Also mit dem Schliff bist du universell aufgestellt, da passiert nichts. Die Stiege sollen es in sich haben. Bin mal gespannt. Das wird nicht, ja, wird nicht leicht. Ich habe einige Schnaufen sehen da draußen. Aber für die Athleten soll es ja auch selektiv sein. Also eine Herausforderung muss es schon auch haben. Den einen oder anderen alten Kameraden triffst du ja. Ach, das macht erstmal richtig Laune. Klar, ich habe erst Albert Hannover getroffen, den Norweger, Raphael Poré, den Franzosen. Es gibt ja noch einen. Ole, der läuft ja. Die sind ja noch ein paar Aktive dabei. Ja, ja. Ja, nicht, dass du dann nächstes Jahr dann doch nochmal ein paar Päck schnappst. Aber wenn du jetzt rausgehst, kannst du mir nachher, wenn du wieder reinkommst, nochmal ein Feedback geben. Unbedingt. Und vielleicht hast du das ein oder andere auf der Runde ja auch noch festgestellt. Ich guck mal, ich sage erstmal danke. Wir sehen uns. Wir sehen uns, bis gleich. Bis dann, ja. Genau. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Gott sei Dank hatte ich super Material. Also die Skier haben gepasst, mein Setup hat gestimmt. Da bin ich froh, hatte ich ein bisschen mehr Spaß beim Fahren, aber die Anstiege hatten es schon ganz schön in sich. Die sind sehr steil und die Strecke schlingelt sich fast so wie ein DTM-Parcours. Und jetzt ist es so, dass ich der Meinung bin, diese Strecken sind echt Olympia-würdig, beziehungsweise ist echt eine Herausforderung. Und ich denke, die Athleten haben einiges zu tun bis zum nächsten Spielen. Ich habe Spaß dabei zum Zuschauen, ich denke Sie auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sport. Bis bald. Ciao.